Drei Jahrzehnte nach den Protesten der Solidarność ist es in Polen wieder Zeit für Widerstand. Kaum ein Tag vergeht ohne Kundgebungen für oder gegen die Politik der PiS-Regierung. Vor über einem Jahr gewann die Partei für Recht und Gerechtigkeit die Wahlen. Der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczyński und die Ministerpräsidentin Beata Szydło vollziehen nun den sogenannten guten Wechsel. Seitdem geht ein tiefer Graben durch Polen. Ein neuer rechtskonservativer Nationalismus spaltet das Land. Trax besucht Musiker, Künstler, Filme und Theatermacher, um zu erfahren, wie sie die Situation wahrnehmen und darauf reagieren. Das ist so eine Situation, die man momentan als ausweglos bezeichnen könnte. Denn dieser politische Streit teilt Haushalte. Er teilt Familien, er teilt Ehepaare. Es ist der Moment, wo radikale Gesten gebraucht werden, künstlerische wie politische. Es ist gerade der Moment, um solche Gesten zu verwirklichen. Also empfinde ich eher Wut statt Angst. Kunst existiert genau dafür, um Leuten Hoffnung zu geben und das Gefühl einer inneren Stärke, dass wir das gemeinsam schaffen, dass wir alle zusammengehören und das Land nicht so geteilt ist, wie es die Regierung gerne hätte. In Danzig, Heimat der Solidarność-Bewegung, die in den 80er Jahren dem Kommunismus den Kampf erklärte, gibt Maria Peszek ein Konzert. Sie ist eine der provokantesten Mainstream-Musikerinnen Polens. Selbstverständlich gibt es in meiner Musik allerhand Bezüge zu den sozialen Zuständen. Sowohl Jesus Maria Peszek als auch Karabin wurden lange vor dem sogenannten guten Wechsel geschrieben. Und es ist nun eine Art bittersüße Genugtuung, dass diese Lieder gerade so aktuell sind. Sicherlich klingen sie jetzt beinahe schrecklich. Und wenn wir Konzerte geben und in Polen A, B, C und D, also im mittleren, kleinen und winzigen Polen auf Tour sind, so bin ich immer wieder erschüttert, wie intensiv die Menschen auf meine Lieder reagieren und wie sehr sie diese Lieder brauchen. Und tatsächlich sind sie für viele wie eine Art Standarte oder eine Art Hymne. Wir sind hier, weil Maria darüber singt, was gerade in Polen passiert. Und generell denke ich, dass ihre Musik die Menschen verbindet. Und deswegen sind wir heute alle hier. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą. Polska A, Polska B, Polska A, B, C, I, D. Polska A, Polska B, Polska A, B, C, I, D. Sicher ist der politische Wechsel, der in Polen eingetreten ist, die Ursache für die größere Zustimmung nationalistischer Auftritte in der Öffentlichkeit. Dafür schäme ich mich sehr. Als Mensch. Ich denke, das ist gefährlich und sowas sollte es nie wieder geben. Nicht in Polen, nicht in Deutschland. Deswegen empfinde ich diesbezüglich eine ganz persönliche Scham. Meine gesamte letzte Platte ist die Frage danach, warum ist das so? Denn als Künstler hat man Fragen zu stellen und weniger Antworten zu finden. Breslau, die Heimatstadt von Przemysław Wojciechowski. Der engagierte Film- und Theaterregisseur hat auch Maria Peszeks Song Modern Holocaust visuell inszeniert. Mir ging es darum, dass die visuelle Ebene den Text, der sehr wichtig ist, nicht überlagert. Dieser Text spricht den wachsenden Nationalismus und den wachsenden Hass an. Auch den gegenüber Maria, denn sie wurde stark attackiert durch diverse rechtsgerichtete Medien und durch anonyme Hater im Internet. Also habe ich mir dieses Feuer ausgedacht, stellvertretend für diesen Hass. Und der Junge, der tanzt, steht symbolisch für die bösen Emotionen, die sie angreifen. Zugleich ist er stark und vereinnahmend und anziehend. Denn dieser Hass ist in Polen gerade sehr anziehend. Wojciechowskis letzter Spielfilm Knives Out porträtiert Polens junge Generation. Das Format ist quadratisch, angelehnt an die Porträtfotografie. Polska to ostatni kraj w Europie, w którym krew jest
Wir haben ihn gedreht, direkt nachdem die Peace die Wahl gewonnen hat. Es war mir sehr daran gelegen, die Denkweise dieser Leute darzustellen und auch die momentane Verfassung dieser jungen Leute. Der Film ist sehr kritisch der jetzigen Generation gegenüber. Sogar die 25-Jährigen, die wir gerade als die Generation angreifen, welche keine Ideale hat und sich sehr leicht manipulieren lässt, reagieren sehr lebhaft auf den Film und sagen, ja, ja, genau so ist es. Oder sie sagen, okay, ja, aber was sollen wir jetzt damit machen? Was ist der Ausweg aus der Situation? Rasiści nie wiedzą, że są rasistami, a ignoranci nie mają świadomości, że są ignorantami i wydaje im się, że działają w jakiejś, kurwa, wielkiej sprawie narodowej, religijnej. Ich denke, dass die Künste in Polen uns genau in diesem Moment mit der Situation konfrontieren sollten, zu der es gekommen ist. Also mit der Zunahme an Nationalismus, an Xenophobie und unserer zunehmenden Isolation. Trotz Ausstellungsverboten und Angriffen aus der rechtsnationalen Szene. Auch die Künstlerin Liljana Piskorska aus Tornau kommentiert die aktuelle Situation. Ihr neuestes Werk trägt den Titel Wege zur Tarnung im heutigen Polen. Diese Arbeit resultierte aus dem Bedürfnis, eine Art Trauma zu bewältigen. Denn nationale Symbole, nationale Farben und andere Sachen, die geradezu reserviert sind, beziehungsweise auch für mich als Polin reserviert sein sollten, wurden mir komplett weggenommen und die gehören mir überhaupt nicht mehr. Diese Farben wurden durch die polnischen Rechte vereinnahmt, durch die nationalistische Bewegung. Und jetzt ist sichtbar, dass sie nicht mehr die meinen sind. Und die Arbeit war ein teils subversiver, teils ironischer Kommentar. Und der Versuch, diese Farben mir wieder anzueignen und sich in diesen Farben so sehr zu verstecken, dass man darin verschwindet. Nicht nur visuelle Kunst, Film oder Musik bieten der aktuellen Lage in Polen die Stirn. Auch das Theater entdeckt seine politische Macht. Das Theater ist zu einem Raum der Freiheit geworden. Das war es letztlich schon immer, jedoch im Augenblick umso mehr. Dort kann man auf offene und entschlossene Art und Weise die Werte beschützen, die für uns wichtig und im Augenblick in Gefahr sind. Wojciechs letztes Theaterstück trägt den Titel Hymn Narodowy, die Nationalhymne. Auch eine Abrechnung mit dem Peace-Vorsitzenden Kaczynski. Karakan, wstrętny gość, po trupach szedł po władzę. Kritik? In Polen nicht mehr gern gesehen. Ein TV-Beitrag des Staatsfernsehens zu Wojciechs Stück wurde kurzerhand abgesetzt. Jacek Womp ist Theaterdirektor in Legnica, wo das umstrittene Hymn Narodowy aufgeführt wird. Nagle jest taki spektakl. Und wenn jetzt plötzlich ein Stück da ist, in dem wir gemeinsam etwas Luft holen können, gemeinsam lachen können und gemeinsam aufgewühlt werden, dann gehen wir ins Theater. Man könnte es die Oase der Freiheit nennen. In diese Richtung lenke ich das Theater schon seit Jahren, dass man dort alles sagen kann, was man sagen möchte. Selbstverständlich, künstlerisch und mit angemessener Qualität. In den 80ern hat er eine Untergrundzeitung gegen die Kommunisten verfasst. Und heute leitet er das Komitee zur Verteidigung der Demokratie in Legnica. Das Polen, in dem wir nun leben, ist ein Polen wie nach einer Gehirnerschütterung. Das heißt, jemand ist gekommen und hat uns kräftig gegen den Kopf geschlagen. Und wir haben jetzt ein Geflimmer vor den Augen. Und deswegen gründen wir das Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Weil die Situation es erfordert, nicht wahr? Die Demonstrationen des Komitees werden in Legnica zur Theaterbühne. Der Peace-Vorsitzende Jarosław Kaczynski wird als Puppe verhaftet und abgeführt. Kunst ist weitaus mehr als nur Wut. Diese sogenannte Wut muss man in eine kunstvolle Qualität verpacken, damit sie mehr ist als nur eine reine Revolte.